Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich den Antrag gelesen habe, habe ich mich gefragt, was wollen die Grünen damit? Und was soll ich dazu sagen? Die Fragen, die da gestellt sind, die stellen wir uns alle. Ich glaube auch die Koalition und ich glaube auch der Senat. Aber sie können gegenwärtig nicht beantwortet werden. Das wissen wir auch alle. Und wenn Sie sagen, Sie wollen bis zum 12. Dezember die Fragen beantwortet haben und gleichzeitig aber wissen, dass die entscheidende Sitzung am 12. Dezember erst stattfindet, die Ihnen vielleicht auf einen Teil dieser Fragen Antwort geben könnte, sei mal, ist das an dieser Stelle auch unlogisch. Und der Kollege Otto hat erklärt, er will den Senat treiben. Ich kann an diesen Fragen nichts Treibendes erkennen. Ich werfe den Grünen ja an dieser Stelle nicht vor, dass sie die Hilflosigkeit, die bei dem BER-Thema alle haben, auch haben. Das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Insofern kann ich nur feststellen, dass dieser Antrag darauf hinweist, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, bei der Novellierung der Geschäftsordnung das erprobte parlamentarische Instrument der Großen Anfrage zu streichen, weil das ist eigentlich Material für eine Große Anfrage, wo der Senat dann darauf antworten muss. Aber für einen Antrag taugt es eigentlich nicht. Und die Themen, die hier aufgelistet sind, fragen wir permanent über die Ausschüsse nach, auch im Beteiligungsausschuss, da waren Sie auch da, Herr Otto. Und da gibt es auch, was das Thema Businessplan etc. angeht, gibt es auch klare terminierte Aufträge. Insofern handelt es sich hier bei diesem Antrag um eine Doppelung. Ich will aber an dieser Stelle auch noch mal eingehen auf das Schreiben von Herrn Marx, weil da teile ich nicht die Auffassung des regierenden Bürgermeisters, dass das nichts Neues ist. Ich finde das Schreiben gut, weil es die Probleme offen benennt und auch Änderungen vornehmen will. Aber dass nach 2 Jahren, wo man weiß, welche Probleme es in der gesamten Ablauforganisation gibt, jetzt ein Technikchef nach 2 Jahren noch mal feststellen muss, dass Anordnungen spontan getroffen werden, woraus sich in Teilbereichen eine mehrfache Überplanung ergibt, dass die Steuerungslogik für die Entrauchungsanlage noch offen ist. Das ist das, was man noch am ehesten verstehen kann, weil das ist ein technisches Problem und weniger ein Problem der Ablauforganisation. Aber dass er feststellt, es gibt keine gemeinsamen Begehungen und nur unzureichende Baubesprechungen, es gibt undurchsichtige Entscheidungsprozesse, die Zuständigkeiten der Ansprechpartner wechseln häufig. Und jetzt resümiert, wir sind zu langsam, lange Antwortzeiten, zu kompliziert, Planung selbst für Kleinigkeiten und zu unverbindlich, wer entscheidet wann und bis wann, zeigt, dass immer noch Chaos in der Ablauforganisation besteht. Und da hätte ich erwartet, dass nach 2 Jahren diese Probleme gelöst sind und man sich nur noch mit den komplizierten technischen Problemen auseinandersetzen muss, aber nicht mehr mit den Organisationsproblemen im Flughafen. Wir können das jetzt nur feststellen und hoffen, dass der neue Technikchef in der Lage ist, hier diese Ablauforganisation anders aufzustellen, damit der BER fertiggestellt wird und dass dann die auch von allen gewünschte Entlastung am Flughafen Tegel eintreten kann.